Hallo ihr Lieben, was geht ab? Herzlich willkommen. Wir sind gerade im Stream und ich mache ein paar crazy Jungle Picks. Jetzt probiere ich gerade mal Vega aus. Ich habe eben gerade ein richtig geiles Jungle Vega Gameplay gehabt, aber die Aufnahme lief nicht. Jetzt läuft neben dem Stream auch noch die Aufnahme und mal gucken, ob es wieder ein geiles Jungle Vega Gameplay wird. Genießt es auf jeden Fall, entspannt ein bisschen. Viel Spaß mit diesem Video. Wir haben gerade eine weitere Donation bekommen. Full AP Pantheon Ult Incoming. Shark mit einer weiteren Top-Donation. 50 Euro. Vielen lieben Dank. Damit bist du der Top-Donator des Tages wieder. Willst es auf jeden Fall an Chris nicht abgeben. Und ich nehme es auch von dir von Herzen an. Danke für deinen Support. Vielen, vielen Dank. Eieiei. Leute von heute, jetzt streiten sie sich hier. Wunderschön. Wunderschön. So, wo bist du, Red Buff? Da. So, den nehmen wir mit. Danke für den Pull. Good job. Sehr gerne nehme ich den mit. Die Gegner haben einen Kane im Jungle. Kane ist natürlich gefährlich, er jungelt schnell, er macht viel Schaden. Er kann mich. Ich bin mal auch gespannt, welche Form er nimmt. Ganz ehrlich, das ist eigentlich gar keine Frage. Es ist so eigentlich klar, welche Form er da nimmt. Ja, das Camp tut mir am Anfang schon mal gut weh. Also, es tut mir wirklich weh. Boah, das tut mir mega weh. Aber okay, wir haben unseren Smite aufbewahrt. Jetzt müssen wir den hier kiten, so gut wie wir können. Mana-technisch auch jetzt ein bisschen anstrengend. Wir haben in diesem Stream einige Jungle ausprobiert. Ahri haben wir ausprobiert. Wir haben Lissandra ausprobiert. Jetzt sind wir gerade bei unserem Vega. Gerade so mit den Manern ausgereicht. Jetzt gucken wir mal, ob es hier ein kleines Meeting gibt. Momentan noch nicht. Würde ich ganz gerne mitnehmen. Das wäre sehr gut für mich, wenn ich das bekommen könnte. Ich habe keine Ahnung gerade, wo der Kane chillt. Aber es sieht so aus, als ob wir das schon mal haben. Alles klar. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier Lust bekommt. Andererseits sieht das auch sehr gut aus. Probieren wir es aus. Jetzt nur nicht in Kanes Arme laufen. Und damit würde ich behaupten, stehen wir ganz gut. Er sieht es. Beide flashen. Schade. My bad looks. Sorry, Ducker. Den Käfig kriege ich noch rum hier. Glücklicherweise. Ich glaube, die Lux ist sehr vernünftig. Ich habe leider den Auto-Tag nicht mehr gebracht, das war my bad. Oh mein Gott, das Camp wird richtig hart. Zu hart. Oh, einen kleinen nehme ich noch mit. Komm, wir gehen einkaufen. Wurde letztes Mal im Stream gesagt, im letzten Game, dass ich zu spät einkaufen gehe. Ich denke auch mit dem nächsten Jungle-Teil wird es besser gehen. Da ist der Kane und das ist der Wecker meiner Freundin. Aufstehen, Schatz, ich soll dich wecken. So, weiter geht's. Ich denke, wir machen das hier kurz zu Ende. Und gehen eventuell in die Richtung. Da ist der. Merk mal, er will hier ein bisschen die Erfahrung mitnehmen. Wird vielleicht dadurch auch vielleicht Level 4. Mal gucken. Jetzt ist er 4 geworden. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil für ihn jetzt. Ich mag den Lux-Skin. Ich mag aber. Ich finde die generell, die Lux-Skins sind sehr cool. Auch der Elementar-Lux, einer meiner absoluten Lieblingsskins in ganz League of Legends. Ich habe einen Plan, Leute. Ich habe einen Plan. Ihr seht es. Chris, danke für deine Top-Donation. Jetzt streiten sie sich wirklich. Holy Macaroni. Oh, die sind so low, Mann. Das wird richtig hart.
Es wird jetzt richtig hart. Twisted Fate ist hinter mir. Haben wir gerade so überlebt. Ich musste sogar... Das war so eine Art Defensiv-Offensiv-Flash. Jetzt komme ich auch mal dazu, so ein bisschen Erfahrung zu taxen. Oh! Sollte gar nicht in den Old-Chat gehen. Die Lux und die Karma, sie schilden meinen Arsch, Alter. Oh mein Gott. Ich habe mich tot gesehen. Ich wollte nur noch so ein bisschen Damage drauf machen. Das war mein Ziel sozusagen. Ach, was? Das war gerade komplette Fiesta da unten, aber not even close. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, sagt der Chris und streitet sich ein klein wenig mit Shark. Leider wird über das Programm nur einer angezeigt, aber ihr seid beide auf 86 gerade. Ich habe euch auf jeden Fall beide mega lieb. Und jetzt machen wir hier weiter, wo wir aufgehört haben. Im letzten Game habe ich die W gemaxt, weil der Cooldown von der Q und der W relativ ähnlich ist. Plus der W brettert einfach mörderischen Schaden. Ich bin nicht sicher. Wenn ihr jetzt das Video hier schaut, dann kann man natürlich auch dafür sprechen, dass man vielleicht die Q maxen sollte. Aber momentan machen wir es mal, wie es ist. Du kannst ruhig, hau ruhig hier eine E rein. Ich habe sie extra für dich low gemacht eigentlich. Nevermind. Von mir aus auch so. ich weiß nicht warum, aber ich mag die Lux. Wir haben eine ganz gute Synergie bis jetzt. Auch wenn ich hier jetzt irgendwie damit gerade die Minions geklaut habe. Und Leute, ab Level 6, ich sag euch das, die Ganks sind ziemlich cool. Ich muss sagen, gerade jetzt im Early... Och, nee. Jetzt beginnt das Community-Game. Twisted Fate Ulti, Garen kommt raus. Fast hätte ich sogar mit dem Käfig beide getroffen. Oh, ich glaube, die können es machen. Warte mal. Ich glaube, die haben Chancen. Ich muss kurz irgendwas einkaufen. Der Lux ist auch noch da. Laser! Bisschen verzogen und der Darius macht es stumpf mit einem Auto-Attack. Ja, sowas passiert natürlich auch nur mit Absprache, ne? Ich wette darum, wenn ich dieses Video hochlade und du dieses Video guckst, ich wette, das war die dreckige Idee von Mokic. Einfach so zum Blue Buff zu laufen. Das kriegst du noch zurück, mein Lieber. Das kriegst du noch zurück. Ja, guck mal, das ist schon mal der erste Flash. Leider ist Kane schon Level 7. Guckt es an, 60 CS, ey. Der hat ja noch mehr getaxt als ich auf jeden Fall. Wir müssen uns ranhalten. Jetzt auch dadurch, dass ich den Blue nicht bekommen habe. Wenn wir hier ein ganz bisschen gecountert. Immer noch mit Level 6. Der Kill tut mir gut. Der Kill tut mir sehr gut, den brauche ich sogar. Nice, mein Ulti hat zwar nicht den Kill bekommen, aber was haben wir bitte für ein One-Shot-Potenzial? Fällt mir erst jetzt auf, Lux braucht nur ihr Binding-Treffen oder ich meinen Käfig
Oder dann gibt's von uns beiden die Laser und dämonischen schwarzen Kugeln bis zum bitteren Tod. Ja, der Kill wäre nicht schlecht gewesen, hätte ich mir Seiten lassen. Dann kriegen wir hier einen Turm, nein, kriegen wir da einen Turm. Vielleicht. Kaufe ich erstmal die Schuhe, einen Trank und laufe weiter los. Lux Flash. Was ist mit. Be careful. So, dann nehmen wir hier ganz kurz mal. Diese TF-Ulti, man sieht die so schlecht mit dem Skin, finde ich. Also manchmal muss ich sagen, helfen einem Skins schon im Spiel, weil man sieht die Twisted Fate-Ulti, finde ich echt schlecht, dieses Symbol auf dem Kopf. Nein, willst du mich komplett trollen, Alter? Was war das denn? Ärgerlich. Das war ärgerlich, Leute. Den Flash nehmen wir auch noch mit. Holy crap, das war ein guter Gang von hinten. Der lief besser, als ich es geplant habe. Ohne die Ulti auch noch. Das lief echt gut. Der will hier trotzdem rein, oder? Der Auto-Attack, er kommt rüber. Sorry, dass ich dich so alleine gelassen habe, Lux. Okay, Jungle Items fertig. Was bauen wir jetzt nächstes? Wir haben letztes Game Ludens gebaut, aber wir bauen mal doch kein Ludens, weil irgendwo stimmt es schon, dass das doppelt gemoppelt wäre. Ich glaube, ich starte dieses Spiel mit einem Stundenglas, denn ihr seht schon selbst, das könnte gegen einige Ultis, zum Beispiel auch Kane, sehr effektiv sein. 2-2-3. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, Vega skaliert mega. Letztes Game haben wir es geschafft, auf 1300 AP zu kommen. Hoffentlich klappt sowas hier auch. Was man wiederum als Nachteil sehen kann, natürlich, Vega kommt im Jungle sehr, sehr, sehr schlecht zu Stacks. Wir sind gerade mal bei 54 Stacks. Das heißt, er bekommt noch nicht so schnell Abklingzeit auf seiner W. Und darunter leidet er natürlich ein bisschen. Ich will auch nicht sagen, dass Jungle Vega besser ist als in der Mitte. Das auf keinen Fall. Aber wenn man schon Crazy Jungle Picks spielt, dann muss man sich wenigstens bewusst sein, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. So, der Kane ist irgendwo da oben. Der ist, glaube ich, super ahead. Ich glaube, das ist auch der gefährlichste Mann, oder? Level 9, okay, das geht eigentlich noch. Wir sind auch kurz vor Level 9. Boah, guckt euch das an. So langsam, man merkt, vielleicht kommt der Schaden auch durch. Eine W, eine Q. Halbe Camp ist tot.
Stark! Darauf hat die Jinx nur gewartet. Darauf, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, dass die Jinx da gleich durchbrettern kann. Tower nehmen wir auch mit. Wunderbar, ey. Das Teamplay funktioniert echt gut. Wir haben einige richtig gute Finisher. Darius Ulti, Lux Ulti, Vega Ulti. Irgendwer muss nur mal anfangen, deswegen war es eigentlich ganz okay, dass ich da meine Ulti geschmettert habe. Und wir haben die schlimmste Phase überstanden, würde ich sagen. Jetzt fängt es an, doch recht angenehm zu werden. Hat er die Mercuries? Ne, der ist aber schnell rausgekommen hier. Wie schnell er wieder draußen war. RIP Kane, Ciao Kakao. So langsam kommt der Schaden, Leute. Der Spaß mit Vega. Er kommt. So. Nicht gut, was der Darius macht. Muss man auch mal loben. In 5 Sekunden habe ich wieder meine Ultimate. Job. Ist gut, dass sie kommen, weil es gibt einem einfach Sicherheit. Ach, der Darius, der wurde hier noch überrascht. Der arme Bub. Oh mein Gott, Kane, Alter! Das war die Kante deiner Nille, die gerade davon gekommen ist. Mokic ist zu schnell. Wait, what? Stimmt, er hat ja sein Dings benutzt, sein Summoner Spell. Dadurch bleibt der CC nicht so lange an ihm für die nächsten 3 Sekunden, 4 Sekunden. Das Binding. Oh, die Schlinge wird kürzer. Er flasht. Wir haben hier ein Game, Leute. Wir haben sehr viel AP-Damage, muss man sagen. Also hier die 3, die wir hier haben. Die brettern schon gut AP-Schaden rein. 5, 2, 4. Jungle Vega. Mike, du trinkst zu wenig, sagt mir der Bot. Habt ihr aber recht. Hat auch der Bot recht. Jetzt gerade. Ich trinke normalerweise recht viel beim Zocken, also das kann man mir eigentlich nicht vorwerfen, aber jetzt irgendwie heute kann man es schon sagen. Oh, die ziehen den Herald raus. Die wollen es jetzt hier wissen. Mach dein Auge auf, Shelly. Lass meine Lux in Ruhe. Botlane Farm, den Tor haben sie leider nicht bekommen. Hey, Drake lassen wir auch mal kurz ruhen. Ich finde es auch super angenehm, wenn die Karma mich schneller macht. Weil dadurch komme ich dazu, meinen Käfig besser zu treffen, so wie jetzt zum Beispiel. Also super schöne Synergie mit den 2 AP-Champions. Dann die Snipes von Jinx läuft auch. Mit Darius habe ich bisher noch nicht so viel Kontakt gehabt.
So. Das ist ein Tierfulti. Ich habe erst gedacht, was ist das? Aber es ist ein Tierfulti gewesen. Das ist der einzige Kontakt, den ich mit Darius habe. Ein bisschen Farmclown. Dann will mich als Jungler nicht im Team haben hier. Okay, wir haben über 100 Stacks, das heißt meine W hat ganz gut, guten Cooldown. Oh, er zieht's durch, stark. Ist immer gut, wenn jemand das macht. Die Ulti! Sie zieht wieder! Is that a short joke? Oh mein Gott, ich treffe ihn! Komm schon! Yeah! Zu viele von diesen Ultimates. Nächster Turm. Jetzt müssen wir mal Botlane diffen. Oh, what? So viel zum Thema, ich gehe zwischen mit einkaufen. 5600, ja moin. Ich würde eigentlich das hier kaufen, gefällt mir gerade auch. Schon wieder so viel Gold. Na, schade, da kommen wir nicht rechtzeitig hin. Oh, Leute, wisst ihr, welches Item cool wäre? Hier, der Spellbinder. Den muss ich bauen. Das ist jetzt das dritte Mal der Wecker meiner Freundin. Sie macht den immer aus und stellt sich, glaube ich, noch neu. Okay, was machen wir jetzt? Unsere Ulti macht schon super viel Schaden, so steht fest. Da ist der Garon, da ist der Fidel. Oh mein Gott, der Fiddle! Habt ihr es gesehen? Du hast nicht Damage. Ja, an dem mache ich nicht ganz so viel. Ah, da flasht er mir noch rüber. Aber DF raus, Q-Ult. Fiddle raus mit einer W. Hier wird weitergefallen. Jetzt ist das Team da. Da kommt die Jinx. Hol dich den, hol dich den, hol dich den Carry. Ja, 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 ja. Da bist du am falschen dran. Jinx macht's genau richtig. Die tauschen. Okay, ist ein komplett Ace, Ace, ey. Ich kann's nicht glauben. Aber Jinx hat's genau richtig gemacht. Darius hätte auch dranbleiben können, dann wär's ein besser für uns ausgegangen. Aber interessant. Einfach mal so ein Double Ace. Und ich brauche auf jeden Fall hier das Item erstmal. Das habe ich jetzt. Oh, Spellbinder. Oder Morellos. Welches kommt bei mir besser an? Die aktive ist eigentlich sehr effektiv. Generell ist das Item sehr effektiv auf mir. Oder ich mache die beiden einfach nur, je nachdem, wie viel Magieresistenz sie haben. So oder so, ich starte mit einem Büchlein. Das war aber auch schön stumpf, so Jinx gegen Varus. Beide machen einfach Auto-Attacks. Brumm, brumm, brumm. So. Inzwischen sind wir vom Level über Kane. Hier passieren spannende Dinge, wie ich sehe. Hier Wards hier.
einer in den Flow. Er wollte ultien, aber kann er nicht, wenn ich golden bin. Oh mein Gott, einfach QW und der Assassin Kane ist tot. Leute, wir haben hier jetzt den OP Vega am Start. Der wollte gerade seine Ulti kanalisieren. Und das habe ich schön verhindert. Und Leute, ganz ehrlich, schreibt mir in die Kommentare, was denkt ihr? Ist das ein Pick, den man ernst nehmen muss? Vega Jungle, ich weiß, er ist nicht so gut wie Mitte Vega. Aber das Game funktioniert gut. Man muss auch sagen, ich habe ein echt gutes Team hier, wie mich die Leute unterstützen hier gerade. Lux, Karma mit dem Speed Shield. Ich kann es immer wieder sagen. Aber schon wieder die TF-Ulti, man sieht es einfach null. So, ich will Level 16 werden für den ultimativen Power Damage. Morellus wäre fast konstanter als der Spellbinder. Der, was ist mit dem Philly? Der läuft doch immer in den Käfig rein. Ich glaube. Ganz ran. Aua. Ah, die Yellow Card ging zu lang. Ich konnte leider kein Stundenglas mehr aktivieren. Und ich bin immer noch unschlüssig, ob ich Morellus oder Spellbinder nehmen will. Ich habe hier Magic. Wie viel? Okay. Wie viel Magieressens haben die? Keine. Ja, nein. Dann brauche ich den Spellbinder. Bin sehr gespannt, wie der mir jetzt zugutekommt. Ich kann mich damit schneller machen und mir AP verschaffen. Das heißt, ich kann richtig krank auf den Gegner drauf sprinten. 973 AP. Ich hatte im letzten Game sogar noch einen Baron-Steal, glaube ich. Oder was ist das Game dafür? Oh, er hat die Stacks! Aber die Garen-Ulti ist noch da. Jetzt müssen wir hoffen, dass die Gegner gerade keinen Baron machen. Mike Phantom Dancer? Nein! So wie mit Phantom Dancer! Ich könnte auch, wenn die Gegner, da die Gegner nicht so viel Magieressenz haben, anstatt des Void-Steps, könnte ich auch Morello bauen. Okay, sie machen ihn nicht. Wie viel Stacks habe ich? 226. Okay, nächste Etappe heißt dann. Okay, Flash ist raus. Das ist das Gute an meinem Käfig, ne? Komm rein, Jinx, komm rein. Genau. Boah, die Auto-Attack-Range von dem Mockage. Diesmal habe ich dich. Kleiner Baron. Armer Fiddlesticks. Oh mein Gott, die Karma, die spielt wunderbar.
Die haut die Schilde wieder raus. Unglaublich. Rip Lubas. Ja, das Stundenglas hat mir schon einiges gebracht, auch in dem Spiel. Und wir haben so ein vollgestacktes. Fast vollgestacktes. Spellbinding-Item. ...16-4-10. Ganz ehrlich, zwei Games hintereinander. Beide Male hat Vega Jungle funktioniert. Und jetzt machen wir den hier. Ein Klassiker. Mr. Make EP Klassiker. Passt auf, Leute. Spellbinder ist aktiv. Das kann mir 80 AP bringen. Für wie viele Sekunden? Für 4. Weggeflasht hat er auch noch. Ich glaube, der will mich ultien. Holy shit. Nice, die kennen diese Riesen-Minions. Ach, wir können ihn nicht killen wegen dem. Was? Guck mal, die Minions werden aber stark getankt von. Also, der Tower kriegt ja kein Damage, seht ihr das? Shark incoming! Haut hier nochmal die absolute Top-Spende raus. Shark incoming, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank von so Herzen an. Danke dir für diesen krassen Support am Ende, du. Heftiger Typ, du. Leute und alle, die jetzt bei YouTube zugeschaut haben, danke fürs Zuschauen. Das war mein Jungle Vega. Hoffentlich hat er euch gefallen. Danke an die Subscriber, die hier mitgespielt haben. Am Ende wurde es einfach richtig witzig, hier mit meiner Ulti alle wegzuschnetzen, wie man es von einem Vega kennt und erwartet. Hier ist der Damage Graph. Bis zum nächsten Mal. Haut noch einen Daumen nach oben da, überlegt euch, ob ihr subscriben wollt. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Haut rein und macht's gut.